In Frankfurt wurde Mannheim dann alles andere als gastfreundlich empfangen. Das hessisch-badische Derby war zumindest zu Beginn eines, wie man es gewohnt ist, nicklig und oft über die Schmerzgrenze gehend. Die Adler gingen dabei früh in Führung durch einen gewaltigen Schlagschuss von Blake Sloan bei eigener Unterzahl. Frankfurt drehte aber noch im ersten Abschnitt das Spiel, weil die Mannheimer Defensive erneut nicht konsequent arbeitete und auch Freddy Brathwaite im Tor nicht seinen besten Tag hatte. Das 2:4 bedeutete die vierte Niederlage in Folge und in diesen vier Spielen hatten die Adler insgesamt 14 Gegentore kassiert. Die Defensive zu Beginn der Saison hochgelobt, ließ mehr und mehr nach.